Kalmar ist eine Stadt in der südschwedischen Provinz kalmar Len und der historischen Provinz Smelnd. Die Stadt liegt an dem zur Ostsee gehörenden Kalmarsund zwischen der Insel Öland und dem Glasreich. Die sechs Kilometer lange Ölandbrücke, die Öland mit dem Festland verbindet, beginnt in Kalmar. Kalmar ist Residenzstadt der Provinz und Hauptort der gleichnamigen Gemeinde. Im Altschwedischen bezeichnete Kalmar vermutlich einen Steingrund. Bei Niedrigwasser kann man die Steinbänke auch heute noch deutlich erkennen, wenn man von der Ölandbrücke in Richtung Stadtzentrum blickt. Wahrscheinlich wurde das Wort Kalmar zuerst von Seefahrern für diese schwer zu durchfahrende Passage benutzt. Geschichte Etwa 10 Kilometer westlich von Kalmar in Smedby wurde das etwa 8500 Jahre alte Timingby-Haus ausgegraben, das als Skandinaviens ältestes Haus gilt. Eine Rekonstruktion befindet sich in der Nähe des Ausgrabungsplatzes. Kalmar ist eine der ältesten Städte Schwedens. Der Ort begann als Handelsplatz an einem Hafen und Handelsweg. Schon vor dieser Zeit war die Umgebung der Stadt Schauplatz für eine intensive Besiedlung. Die erste Nennung Kalmars findet man auf einem Runenstein in Södermanland aus dem 11. Jahrhundert. Hier ist zu lesen, dass ein Mann beim Kalmarner Sund um erschlagen wurde. In der Mitte des 13 jahrhunderts war kalmar eine blühende handelsstadt die von deutschstämmigen reichen handelsleuten dominiert wurde exportiert wurde unter anderem kalkstein aus öland teer und bretter aus den wäldern smaland sowie eisen butter getreide und tierhäute Eingeführt wurde vor allem Salz, aber auch Bier, Wein, Stoffe und Gewürze. Kalmar stand in engem Zusammenhang mit der deutschen Hanse. 1397 gründeten Abgesandte Dänemarks, Norwegens und Schwedens in Kalmar die Kalmarer Union, ein Bündnis welches für rund eineinhalb Jahrhunderte Skandinavien zusammenschweißte. Kalmar war jedoch während des dänisch-schwedischen Krieges 1470 zu 1471, des dänisch-schwedisch-libischen Krieges 1501 zu 1512 und des schwedischen Befreiungskrieges 1520 zu 1523 zwischen Dänen und Schweden umkämpft. Die heutige Stadt liegt etwas abseits des ursprünglichen Innenstadtbereichs. Schon vor dem 17. Jahrhundert gab es Vorschläge für eine Verlegung der Stadt, da die Gegend des heutigen Stadtzentrums besser zu verteidigen war. Es schien jedoch zu aufwendig, diese Vorschläge umzusetzen. Im Laufe des Kalmarkrieges wurde ein Großteil des Ortes zerstört. Der Befehlshaber des Schlosses Christa Sam überließ dieses und die Stadt fast kampflos dem dänischen König Christian IV. und wurde später von schwedischer Seite des Verrats beschuldigt. Als Kaimar ab 1613 wieder schwedisch war, begann man mit dem Wiederaufbau an gleicher Stelle, doch brannte die Stadt 1647 weitgehend ab. Nun stand einem Umzug der Stadt nichts mehr im Weg. An der neuen Stelle errichtete man auf Befehl des Königs Wälle und Bastionen. Innerhalb der Stadtmauern entstand ein rechtwinkliges Straßennetz rund um die Provinzverwaltung und die Kirche. Die Bürger erbauten, nachdem sie Steueranreize für den Handel mit Salz erhalten hatten, neue Steinhäuser. Kalmar lag an der Grenze zwischen Dänemark und Schweden, hier fanden mehrere Schlachten zwischen den beiden Staaten statt. Die letzte Schlacht in Kalmar wurde 1679 gegen Ende des schonischen Krieges geschlagen. 1689 wurde das Hauptquartier der schwedischen Flotte von Kalmar nach Karlskrona verlegt. 1786 entzog der König Kalmar den Status einer Festungsstadt. 1797 öffnete man die Stadttore und damit die Stadt. Die Stadtmauern wurden dem Verfall überlassen und in den 1860er Jahren begann man mit deren Abriss. Von diesem Zeitpunkt an wuchs die Stadt auch außerhalb der Stadtmauern. Als 1874 die Eisenbahnlinie gebaut wurde, brach man die Welle vor dem geplanten Bahnhof auf. Zusätzlich wurde ein Teil des Schlossgrabens zugeschüttet. Zu dieser Zeit war Kalmar eine der wenigen Städte Schwedens mit Häusern aus Stein. Von den alten Handelszeiten zeugten die Aufzugseinrichtungen an den Giebeln. Noch bis in die 1950er Jahre bestand die Bebauung hauptsächlich aus Häusern des 17. Jahrhunderts. Danach wurden Teile der alten Innenstadt abgerissen und durch Bankhäuser, Warenhäuser und Parkplätze ersetzt. Diese Abrisswelle führte zur größten Veränderung des Stadtbilds seit den Großbränden des Mittelalters. Wappen. Beschreibung: In Silber steht ein roter Fürzinnenturm mit einem goldenen offenen Tor und zwei ebenso gefärbten Fenstern auf einem blauen Wellenschildfuß und wird von zwei sechszackigen, roten Sternen begleitet. Sehenswürdigkeiten. Die historisch bedeutendsten Stadtteile sind die Altstadt beim Schloss und das im 17. Jahrhundert neu angelegte Zentrum auf der Insel Quanholm. Im Zentrum befindet sich der Dom, der von 1602 bis 1915 Bischofssitz war. Eine weitere Sehenswürdigkeit sind drei in Höhe aufsteigende Holzhäuser, die weiterhin als Wohnraum genutzt werden sie erhielten den namen Triptraptroll. troll es gibt ein kunstmuseum und ein provinzmuseum in letzterem wird die region und das schlachtschiff kronan ausführlich beschrieben zudem besitzt kalmar mit dem saga das älteste noch in betrieb befindliche kino schwedens vor den toren der stadt gibt es einen freizeitpark der sich dem mittelalter widmet hier findet jedes jahr im sommer ein mittelalterfestival statt eine moderne sehenswürdigkeit ist die über sechs kilometer lange ölandbrücke universität Seit 1842 werden in Kalmar Marineoffizierskurse abgehalten. Im Jahr 1977 wurde die Hochschule gegründet. Im Jahr 2010 schlossen sich die Universität von Vexjö und die Hochschule von Kalmar zur Linne Universität zusammen. Im Jahr 2011 waren hier 13.614 Studierende eingeschrieben. Teile der akademischen Ausbildung sind in weitere Städte der Provinz verlagert, Halsfred, Ljungby und Nybro. Wirtschaft Wichtige Wirtschaftszweige sind die Lebensmittel- und Streichholzindustrie. Kalmar verfügt über einen Flughafen, von dem aus überwiegend schwedische Städte, aber auch Urlaubsorte angeflogen werden. Er wird von den Fluggesellschaften Kalmar Flight Blue 1 SHS, Scandinavian Airlines und Air Europa genutzt. Söhne und Töchter der Stadt Per Friegel, Komponist Karl Gustav Mosander, Chemiker und Chirurg Ivar Kreuger, Geschäftsmann Bengt Ornithologe und Schriftsteller Ingeborg Schückwist, Wasserspringerin Alice Babs, Schlager und Jazzsängerin Göran Aborn, Soziologe und Hochschullehrer Amanda Ums, Schauspielerin Joachim Heckmann, Poffigolfer Christoffer Andersen, Fußballspieler Miljan Smilejanik, serbischer Fußballspieler Rasmus M., Fußballspieler